Ich begrüße Sie im Landesfeuerwehrkommando zur Jahrespressekonferenz des Landesfeuerwehrverbandes Oberösterreich zum Berichtsjahr 2020. Danke für Ihr Kommen und danke für Ihr Interesse am oberösterreichischen Feuerwehrwesen. Heute erstmalig auch allen ein herzlicher Gruß, die via Livestream an dieser Pressekonferenz heute auch teilnehmen. Ein besonderer Gruß, die gemeinsam mit mir heute diese Pressekonferenz bestreiten, darf ich ganz herzlich in unserer Mitte unseren Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer begrüßen. Ich heiße herzlich willkommen den für das Feuerwehrwesen zuständigen Landesrat, Kommerzialrat Ingenieur Wolfgang Klinger, und ebenfalls ein herzlicher Gruß meinem Stellvertreter Michael Hutterer und den Landesfeuerwehrinspektor Ingenieur Karl Krammel, alle sozusagen rechts und links von mir in Position. Ja, wir befinden uns heute in einer anderen Location sozusagen. Wir haben eigentlich unsere Pressekonferenz nicht im Erdgeschoss. Erst in diesem Gebäudeteil ist heuer nicht möglich. Schon seit letztem Jahr haben wir dort die Teststraße eingerichtet aufgrund der besonderen Bedingungen. Und wir blicken ja auch auf ein ganz, ganz besonderes Jahr für uns alle persönlich, aber auch für die Organisation Feuerwehr zurück. Und wir sind hier im sogenannten Lehrsaal 1. Dieser Lehrsaal 1 und vielleicht auch Symbolkraft für mich war vor knapp einem Jahr, aber dieser Raum ist auch unser Stabsraum des Führungsstabes der Feuerwehr in Oberösterreich. Und dieser Saal bietet, ja, ich möchte sagen, Hightech-Grundlagen, damit wir hier entsprechende Einsatzführung machen können. Und der Saal war dann dazu genutzt, speziell im letzten Jahr, für viele Wochen, ja, für viele Monate war es der Arbeitsplatz für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Hauses, die hier die Stabsarbeit abgewickelt haben. In der Nähe, also eine Etage drüber, ist die Landeswarnzentrale. Dieser Gebäudeteil war sozusagen hermetisch abgeriegelt, wo es für uns wichtig war, entsprechende Rahmenbedingungen auch dafür zu haben. Daher hat es auch eine gewisse Symbolkraft, dass wir heute hier in diesem Raum die Jahrespressekonferenz zu diesem besonderen Jahr auch machen. Wir haben besondere Sicherheitsstandards gemacht, darum sind wir, denke ich, zwar alle gewohnt bereits, Maske, Abstandsregeln etc., aber auch für uns ist es wichtig, wir gehören sozusagen zur kritischen Infrastruktur. Wir sind eine Einsatzorganisation. Wir haben schon angesprochen, Landeswarnzentrale. Das heißt, für uns gilt auch ein erhöhter Sicherheitsstandard, dem wir seit Beginn mit einem sehr umfassenden Konzept auch begegnen. Ich möchte, bevor ich sozusagen auch in die Zahlen, Daten, Fakten einsteige und einige Erläuterungen zur vorliegenden Unterlage auch geben möchte, möchte ich beginnen mit einem Dank nach innen gerichtet in unsere Organisation. Es war ein Jahr und ist ein Jahr nach wie vor, das uns besonders gefordert hat, das uns besonders herausfordert in vielerlei Hinsicht. Und ich möchte wirklich beginnen mit einem riesengroßen Dankeschön an unsere Feuerwehren, an unsere Kameradinnen und Kameraden, mit den Kommandantinnen und Kommandanten, mit unseren Bezirkskommandanten, mit unseren Abschnittskommandanten, ja, und vor allem auch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Landesfeuerwehrkommando. Einige unserer Abteilungsleiter sind ja sozusagen hier vertretend auch heute dabei. Es gilt hier in meinem eigenen Namen, aber vor allem auch im Namen meiner beiden Stellvertreter Michael Hutterer und Karl Krammel ein ganz großes Dankeschön an alle auszusprechen. Denn dieses Jahr war in besonderem Maße getragen von einer ganz hohen Disziplin, von einem besonderen Zusammenhalt, von einem besonderen Miteinander und letztendlich auch immer wieder getragen vom Verständnis all der Maßnahmen, die gesetzt wurden, die aber ganz wesentlich auch für uns in der Organisation Bedeutung hatten. Und ich komme auf den einen oder anderen Punkt im Rahmen meiner Ausführungen darauf noch zu sprechen. Neben denen, sozusagen, Feuerwehr ist ja immer auch ein Abbild der Gesellschaft. Jeder auch unserer Kameradinnen und Kameraden hat persönliche Betroffenheiten trotz dieser schwierigen Situation aufgrund vieler Einflüsse, die auf den Einzelnen einwirken, bis hin, dass es auch natürlich Schicksale gibt in unseren Reihen. Die Feuerwehr hat aber in diesem besonderen Jahr 2020 von Beginn weg immer funktioniert.
Darauf bin ich sehr stolz, dass wir keine Ausfälle in den Feuerwehren zu verzeichnen hatten. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Oberösterreich war zu jeder Zeit immer gewährleistet. Die Feuerwehren sind ausgerückt und haben Hilfestellung gegeben und das durchaus auch trotz vieler Einschränkungen im beachtlichen Ausmaß. Ja, vieles hat aber unseren Gesamtbetrieb und das, was uns ausmacht, eingeschränkt, hat uns natürlich in vielerlei Bereiche mit Einschränkungen verbunden, auch andere Entwicklungen, wie wir sie grundsätzlich gewohnt sind, auch mit einhergegangen. Aber ich werde dazu noch berichten. Die Feuerwehren in Oberösterreich, das sind derzeit 914 verteilt über das Bundesland, davon eine Berufsfeuerwehr hier in der Landeshauptstadt Linz. Wir haben 33 Betriebsfeuerwehren mit besonderen Aufgaben in Betrieben und wir haben 880 freiwillige Feuerwehren in Oberösterreich. Wir haben einen Ehrenamtsanteil von 98,9%. Wir sind aber auch ganz klar eine Einsatzorganisation, genauso wie die Polizei, das Rote Kreuz. Und wir haben heute einen hohen Anteil an Freiwilligen. Auch das möchte ich besonders erwähnen hier im Einstieg. Und wir haben dahinter, nachdem wir ja auch nicht ein Verein sind, sondern Körperschaft des öffentlichen Rechts, haben wir einen klaren gesetzlichen Auftrag, den wir in den Feuerwehren erfüllen müssen. Der Auftrag ist für uns alle gleich und er hat im letzten Jahr rund 49.000 Mal sich in den Einsatzzahlen niedergeschlagen. Es war schon zu Beginn des Jahres die Sturmfronten, die über Oberösterreich hinweggezogen sind. Es war dann geprägt durchaus von Wald- und Flurbränden im April und Mai, die bemerkenswert trotz allem in der Gesamtheit waren, von der Anzahl her. Wir hatten die Unwetter im August und letztendlich parallel zu all diesen und anderen Einsatzszenarien war natürlich die Herausforderung auch der Corona-Situation eine besondere. Insgesamt waren es rund 49.000 Einsätze, 582.000 erbrachte Einsatzstunden sind dafür aufgewendet worden in diesen vielen Bereichen. Speziell auch, wenn man oftmals vielleicht sagt, naja, es brennt nicht mehr so oft. Rund 20% der Gesamteinsätze sind Brandeinsätze, aber speziell im letzten Jahr und da auch vor allem in dieser Zeit März, April waren verhältnismäßig viele Brände auch in landwirtschaftlichen Objekten zu verzeichnen und durchaus herausfordernde Brände, vor allem auch für die Einsatzleitungen vor Ort und für die eingesetzten Mannschaften. Es war all das verbunden mit einem hohen Personalaufwand, der dazu einfach notwendig ist und viele sind notwendig, damit solche großen Ereignisse dementsprechend bekämpft werden können. All das war natürlich dann von März beginnend oder Mitte März beginnend geprägt von zusätzlichen erhöhten Schutzmaßnahmen, die durch die Corona-Krise hervorgerufen wurden, von Abstandsregeln, Masken etc., also vieles, Desinfektion. Hier waren viele notwendige Maßnahmen auch im Feuerwehrbereich vorhanden, dass man Einsatzmannschaften gebildet hat, dass die Zusammenkunft natürlich im Feuerwehrhaus, auch im Einsatzfall, dass das sozusagen, dass hier die Regeln halbwegs vernünftig sich vereinbaren haben lassen und und. Man sitzt dann eng auch im Fahrzeug beieinander. Also durchaus herausfordernde Situationen, die sich daraus ergeben haben. Daraus haben sich aber auch und das Land Oberösterreich ist hier an uns herangetreten, auch in der Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen. Und als größte Einsatzorganisation in Oberösterreich haben wir uns selbstverständlich dazu bereit erklärt, dort, wo es uns möglich ist, zu unterstützen. Wir haben es gemacht und wenn man sich dann trotzdem auch die Zahlen anschaut, wir haben über 6.700 Einsätze im Rahmen der Corona-Krise abgewickelt mit mehr als 100.000 Einsatzstunden in dieser Zeit. So rein rechnerisch sozusagen ein ganzes Fünftel von den 94.000 Mitgliedern waren auch in der Corona-Bekämpfung mit eingesetzt. In jenen Bereichen, die ganz unterschiedlich dann gestaltet wurden, ein großer Schwerpunkt hat sich in der Logistik dargestellt, aber auch im Bereich personeller Unterstützungen ganz stark in Verbindung mit den Rettungsdiensten, mit dem Roten Kreuz vorrangig auch im Bereich der Drive-Ins, der Teststationen, aber auch bei den Vortriagen, bei den Krankenhäusern. Also eine trotzdem
ganz andere Arbeit, die wir sonst gewohnt waren, die durchaus nicht in unserem Kernaufgabenfeld darunter fällt, also auch nicht in unseren gesetzlichen Aufgaben, aber klar, in dieser Corona-Situation galt es, zusammenzuhelfen, anzupacken und gemeinsam an der Bewältigung zu arbeiten. Und hier haben sich unsere Feuerwehren intensiv auch eingebracht und das Ganze unterstützt. Ja, und Feuerwehr funktioniert nur mit vielen. Ich habe es ganz kurz im Zusammenhang auch der Brände erwähnt. Wir brauchen viele dahinter. Und in der Statistik sieht man natürlich, dass wir viele Brände trotz allem zu bewerkstelligen hatten. Knapp an 10.000 Brandeinsätze, die zu verzeichnen waren. Knapp 39.000 Einsätze, die im ganzen Bereich der technischen Einsätze waren. Und viele, also wir haben so im Vergleich zum Vorjahr rund 10.000 Einsätze insgesamt circa weniger. Aber man muss dazu sagen, es hat sich da auf wesentliche Bereiche natürlich dann konzentriert und hier waren sehr, sehr aufwendige, aber natürlich auch herausfordernde Einsätze mit dabei, die von den Feuerwehrmitgliedern abzuarbeiten waren. Ja, und Feuerwehr funktioniert eben nur mit sehr vielen und daher bin ich sehr stolz, dass wir knapp 94.000 Mitglieder in unseren Reihen haben. 94.000, eine sehr kontinuierliche Entwicklung innerhalb der Feuerwehr grundsätzlich. Das ist die eine Seite. Wir haben aber doch auch einige Indikatoren und hier vor allem der Zugang in der Feuerwehrjugend, der für heuer schon auch uns, würde ich sagen, erstaunen lässt. Aber natürlich, dass es nicht die Möglichkeiten gegeben hat, zeigt ganz klar, 2020 haben wir 1.234 Neuzugänge in der Feuerwehrjugend gehabt. Wir haben 2019 auch, muss man dazu sagen, aufgrund der Öffnung der Feuerwehr ab 8 Jahren haben wir einen Zugang gehabt von knapp über 3.000 und im langjährigen Durchschnitt kann man sagen, sind circa 2.000 oder knapp über 2.000 neue Mitglieder in der Jugend, die der Feuerwehr beigetreten sind. Also hier ist markant ein Einbruch zu verzeichnen, der natürlich damit in Verbindung steht, dass es so gut wie keine Aktivitäten im Bereich der Feuerwehrjugend, nämlich vor allem der Nachwuchsgewinnung, gegeben hat. Die Kontakte mit den Schulen, mit den pädagogischen Einrichtungen, die wir ganz stark mit gemeinsam sicher Feuerwehr immer auch verbinden, all das hat in dieser Form im letzten Jahr nicht stattfinden können. Hier ist es für uns wichtig, sehr rasch jetzt darauf auch sozusagen mit gewissen Lockerungen auch zu reagieren, so schwer es oft natürlich auch fällt. Aber wir brauchen, so wie viele andere Bereiche selbstverständlich auch, diesen Kontakt, dass wir hier nicht nachhaltig sozusagen wirklich auch für die Organisation Schaden nehmen. Besonders erfreulich ist aber trotzdem der weitere Trend, dass Mädchen und auch Frauen der Feuerwehr beitreten, dass sie Mitglieder in unserer Organisation sind. Schaut man sich auch die letzten 10 Jahre an, so haben wir eigentlich den Mitgliederstand bei den Frauen verdoppeln können. Und ich denke, auch dieser Entwicklungstrend setzt sich fort, wenngleich er auch heuer etwas verhaltener war. Aber er ist im Aufwärtstrend und er ist nach wie vor im Steigen begriffen. Und das ist auch eine wichtige für uns Entwicklung, auf die wir auch sehr stolz sind. Wir haben, und es ist auch in der Unterlage so dargestellt und ich habe schon angesprochen, Feuerwehr konzentriert sich klarerweise in einem Jahr auf Kernaufgaben und Kernaufgabe ist der Einsatz, das ist die eine wesentliche Säule. In einem normalen Jahr, heuer gestaltet sich, also 2020 gestaltet sich auch da etwas anders, muss man sagen, es gibt die Zahl 90-10. Von 100% der aufgewendeten Stunden, das sind heuer 2,7 Millionen, im Vergleich zum Jahr davor, waren es 6,9 Millionen Stunden, die von den Kameradinnen und Kameraden aufgewendet wurden. Also wir haben hier über 4 Millionen Stunden weniger Aufwand in der Feuerwehr. Heißt aber für uns, dass wir in vielen Bereichen auch Defizite haben. Defizite im Sinne von weniger Möglichkeiten, wie beispielsweise im großen Bereich der Aus- und Weiterbildung. Jugendnachwuchsarbeit hat sich um rund 64% der Gesamtstunden reduziert, also absolut erheblich. Möchte aber auch den gesamten Dienstbetrieb der inneren Organisation der Feuerwehren um rund 65% reduziert ist
und nicht zu unterschätzen trotzdem auch jener Teil, der immer notwendig ist, um Eigenmittel aufzubringen, nämlich notwendige Finanzierungen, die zum einen die Feuerwehr braucht, damit sie ihren Betrieb bestreiten kann, aber vor allem auch in der Mitwirkung bei der Umsetzung von größeren Projekten. Und hier ist es um 80% reduziert gewesen, was die Feuerwehrmöglichkeiten hatten, ob es ein Fest war oder ob es eine Haussammlung oder sonstige Aktivitäten waren. Also hier gibt es einen markanten Einbruch der Möglichkeiten im vergangenen Jahr. Und auch sehr wesentlich Leistungsprüfungen und Bewerbe. Leistungsprüfungen sind ein Kernbereich mittlerweile der Ausbildung geworden und der Bewerb ist jener, also auch die sportliche Herausforderung, das gegenseitige Messen, aber auch eine ganz starke Form der Kameradschaftsbindung und des Gemeinsamen und des Miteinanders, einfach für uns ein ganz essentielles Thema, war bis zu letzten Jahr 93% weniger Stunden waren dazu möglich. Das heißt, das ist fast ein Totalausfall, der hier stattgefunden hat. Diese 7% beziehen sich noch auf wenige Leistungsprüfungen, die im vergangenen Jahr noch abgehalten werden konnten. All das hat aber trotzdem auch nachhaltige Wirkungen. Speziell den Bereich der Ausbildung möchte ich ansprechen. Ich sehe den Schulleiter herinnen stehen. Wir haben doch gerade im Bereich der Landesfeuerwehrschule, und das hat es in der 90-jährigen Geschichte der Landesfeuerwehrschule Oberösterreich noch nie gegeben, sie ist die älteste in Österreich, dass wir über ein halbes Jahr, über 6 Monate die Landesfeuerwehrschule geschlossen hatten, damals von März beginnend, und erst wieder am 31. August den ersten Tag hatten, dann wiederum eine Unterbrechung gehabt haben durch einen Lockdown und jetzt eigentlich erst seit 18. Jänner diesen Jahres mit erhöhten Schutzmaßnahmen, mit Testungen der Lehrgangsteilnehmer mehrfach in der Woche und, mit einem sehr umfassenden Sicherheitskonzept, das federführend auch durch unsere Landesfeuerwehrschule gemeinsam mit allen Schulleitern Oberösterreichs unter der Federführung vom Schulleiterstellvertreter Gottfried Kerschbaumeier entwickelt wurde und sich mehrfach auch bereits bewährt hat. Und es ist ganz entscheidend, dass wir unsere Ausbildung hier an der Landesfeuerwehrschule wieder ermöglichen können. Heißt aber auch für uns im letzten Jahr, dass wir rund 109 Lehrgänge weniger hatten, dass wir rund über 7.000 Lehrgangsteilnehmer weniger hatten im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2019. Auch die Außenlehrgänge, die in den Bezirken stattgefunden haben, waren rund 20 weniger, 1.600 Teilnehmer weniger. Also schon sehr markant für uns in der Organisation, dass wir sehr viele Ausfälle hier zu verzeichnen haben. Und auch jetzt gilt, Lehrgänge sind von den Lehrgangsteilnehmern circa halbiert. Also nur die Hälfte kann einen Lehrgang derzeit besuchen, aufgrund der Abstandsregeln etc. Aber auch nur konzentriert auf systemrelevante Lehrgänge, das heißt die breite Palette der Lehrgänge, die wir anbieten an der Landesfeuerwehrschule, es sind ja weit über 200 Angebote, die wir stellen, können nur die Kernaufgaben sozusagen jetzt vermittelt werden oder die Kernbereiche vermittelt werden. Das ist erheblich und wir blicken aber nach vorne. Wir haben 2023 auch wiederum Wahlen in Oberösterreich, in den oberösterreichischen Feuerwehren, wo die Führungskräfte, wo Abwechslung, wo Ablösen notwendig werden, dass auch die Voraussetzungen erfüllt werden, dass der Kommandant dann, wenn er gewählt ist, auch seine notwendigen Ausbildungen hat. Und hier, ja, ist es so, in einer Freiwilligenorganisation, hier sind mehrere Wochen Urlaub notwendig, dass alle Ausbildungsvoraussetzungen gegeben sind. Das heißt, das wird schwierig werden, auch das für die nächsten Jahre sicherzustellen, dass jeder de facto seine Ausbildung entsprechend erhält. Wer nimmt sich dafür im überwiegenden Maße Urlaub? Natürlich, der nächste Bereich ist jener, den wir in der Nachwuchsarbeit haben. Ich habe es bereits angesprochen. Wir haben hier massive Einschnitte natürlich gehabt. Und hier gilt es mit aller Anstrengung, jetzt daran zu arbeiten, dass sich das im heurigen Jahr wieder in die andere Richtung entwickelt. Weil sozusagen auch ein, wie man so schön sagt, ein Altersloch in einer Feuerwehr braucht Jahre, bis das es sozusagen wieder geschlossen werden kann. Und hier gilt es auch für uns, sehr rasch darauf zu reagieren. Das Thema der Ausfälle von Veranstaltungen etc. lässt eben auch Finanzierungsquellen versiegen.
Wir waren hier sicher in vielen Bereichen betroffen, speziell wo Feuerwehren Beiträge durchaus erheblich ja auch zum laufenden Betrieb mitfinanzieren, aber auch natürlich zu großen Investitionen im Fahrzeugbereich oder auch bei Feuerwehrhäusern. Und hier hat es natürlich ganz empfindliche Einnahmenverluste gegeben. Der MPO-Fonds war etwas, der natürlich hier geholfen hat. Das war ganz wichtig, dass es diesen MPO-Fonds durch die Bundesregierung gegeben hat. Und wir hoffen, und ich möchte eindringlich darauf auch appellieren und unsere Repräsentanten das mitzugeben, geschätzter Herr Landeshauptmann, Herr Landesrat, das mitzunehmen in Richtung Wien, dass dieser MPO-Fonds auch heuer aufrechterhalten werden muss, weil auch die Veranstaltungen, und es ist nicht zu erwarten, dass wir heuer große Veranstaltungen durchführen können, dann mehr oder weniger auch da große Verluste wieder entstehen werden. Es ist wichtig, dass wir dauerhaft Schaden am Feuerwehrsystem vermeiden. Alle Anstrengungen müssen in diese Richtung gehen, dass wir alle Bereiche, die wir abdecken, auch entsprechend absichern. Es braucht hier Systemsicherheit in vielen Bereichen. Wir benötigen dazu klarerweise Unterstützung. In vielen Bereichen arbeiten wir zusammen. An dieser Stelle auch wirklich ein Danke an alle, die uns dabei tatkräftig unterstützen. Ich möchte es bewusst auch heute ansprechen, die gute Zusammenarbeit mit dem Land Oberösterreich, das gepflegt wird, aber auch mit den Bezirkshauptleuten und mit den Gemeinden, mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern vor Ort, die einfach die wesentlichsten Partner dabei sind. Aber es ist wichtig, dass die öffentliche Hand in allen Ebenen auch ihren Beitrag dazu leisten muss, dass Feuerwehr sichergestellt ist und dass wir hier auch als solches gesehen werden. Das ist entscheidend. Wir sind, und ich habe es eingangs erwähnt, eine Einsatzorganisation. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir hier die notwendigen Unterstützungen zur Sicherstellung unserer Rahmenbedingungen auch bekommen. Bei all dem geht es aber auch um Weiterentwicklungen, das heißt auch Weiterentwicklungen und das Vorantreiben von Veränderungen ist trotzdem auch ein wichtiger Aspekt in dieser schwierigen Zeit. Und hier ist ein Megaprojekt, möchte ich sagen, durchaus jetzt eingebogen in die Zielgerade. Das heißt, die Umsetzung des Digitalfunk in Oberösterreich ist sagen, fast fertig. Wir haben noch wenige Bezirke, die jetzt noch in der Umsetzung sind. 12 Bezirke sind abgeschlossen und der Großteil ist damit mit Digitalfunk versorgt. Auch ein ganz wesentlicher Teil, Kommunikation im Einsatzfall, ist entscheidend und hier gibt es für uns über diesen Weg der Digitalfunkeinführung ganz neue, optimale und perfekte Bedingungen, die hier geschaffen werden, im intensiven Zusammenwirken, vor allem auch hier mit dem Land Oberösterreich. Wir haben aber auch Entwicklungen rund um das Thema Entwicklung, Schlagkraftplanung. Ganz bewusst schaue ich auf den Landesfeuerwehrinspektor, der jetzt in den letzten Jahren, ja von 2017 weg, gemeinsam mit unseren Bezirkskommandanten, Abschnittskommandanten in den Feuerwehren und mit den Gemeinden gemeinsam an dieser Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung gearbeitet haben. Es war jede Gemeinde verpflichtet, diese zu machen. Aber es ist ein wesentliches Instrument, einfach Gefahrenabwehrentwicklungsplanung heißt, ganz bewusst auf die Gemeinde, auf den, wie wir sagen, den Pflichtbereich zu schauen, welche Herausforderungen sind in diesem Pflichtbereich, wie ist die Feuerwehr aufgestellt, also das sind viele Faktoren, die hier zu berücksichtigen sind und am Ende gibt es ein gemeinsames Abstimmen über Maßnahmen und das heißt dann letztendlich mit einem Gemeinderatsbeschluss wird auch der GEP-Beschluss abgeschlossen, aber es ist dazu eine Möglichkeit geschaffen worden, Planungssicherheit zu geben für alle, die da drinnen Verantwortung tragen, vor allem die auch alle hier Finanzierungen mit einbringen müssen, aber auch die Feuerwehr neben dem, was sozusagen immer nur an der Finanzierung vielleicht hängen bleibt, sondern ganz wesentlich da drin ist auch die Schlagkraftplanung gemeint, die Mitgliederentwicklung, die Ausbildungsentwicklung und, also viele Faktoren, die hier zum Tragen gekommen sind. Wir als Landesfeuerverband haben natürlich übergeordnete Aufgaben zu erfüllen. Eine davon ist auch natürlich Fördergelder
vor allem in das Feuerwehrwesen auszuzahlen. 5,4 Millionen Euro waren es im vergangenen Jahr, das von unserer Seite in das System Feuerwehr finanziert worden ist. Insbesondere natürlich an die Gemeinden, die hier ja auch von Gesetzes wegen für die Finanzierung der Feuerwehren verantwortlich sind. Und hier ist der große Schwerpunkt natürlich auch im Bereich der Einsatzfahrzeuge, die gemeinsam mit dem Land sozusagen abgestimmt sind und wo hier eine hohe Anzahl, es waren trotzdem 62 taktische Fahrzeuge, also Tanklöschfahrzeuge, Rüstlöschfahrzeuge, Löschfahrzeuge, Kleinlöschfahrzeuge etc., aber zusätzlich noch 36 Kommandofahrzeuge und Mannschaftstransportfahrzeuge, aber auch in anderen Bereichen wurden Fördermittel ausgeschüttet, ob es Einsatzgeräte waren, wie wir sagen, Großgeräte zur Menschenrettung, hydraulische Rettungsgeräte, Atemschutz, Tragkraftspritzen, Förderungen im Jugendbereich, aber auch im Bereich der Löschwasserversorgung. Auch das ein wesentlicher Teil und wir haben auch für heuer schon auch die Planungen für uns so vorgenommen, um auch hier unseren Beitrag in der Unterstützung der Gemeinden wiederum sicherzustellen, vor allem damit die Schlagkraft hier nicht gefährdet ist. Aber Feuerwehr ist ein Gemeinschaftsprojekt oder eine Gemeinschaftsinitiative und braucht viele, die hier zusammenwirken, damit es auch gelingt. Ja, ein ganz bedeutender Neuausrichtungsblock, wenn ich so bezeichnen darf, ist begonnen worden. Und schau wieder zu meiner Seite, mein Stellvertreter Michael Hutterer hat sich dem Thema Katastrophenschutz und der Neuausrichtung angenommen. Wir haben hier in vielen Bereichen sozusagen unser bewährtes System, dass spezielle Aufgaben nicht in jeder Feuerwehr abgebildet werden müssen, sondern wo sogenannte Stützpunkte erstellt worden sind, wo Schwerpunktaufgaben an einzelne Feuerwehren übertragen werden. Schauen wir, dass wir derzeit eine Neuausrichtung machen, vor allem auch auf der Ecke der Logistik, was sich niederschlägt in den Typologien von Fahrzeugen und den notwendigen Geräten dazu. Es soll uns einfach ermöglichen, mehr Flexibilität, mehrfach Fahrzeuge nutzen zu können. Gerade die Logistik war ein ganz starkes Element oder ist es für uns natürlich auch in der Corona-Krise gewesen, wo uns das flächendeckende System perfekt letztendlich auch unterstützt hat. Und dazu bauen wir auch auf, beispielsweise im Bereich der Ölwehr. Früher war es ein fixes Fahrzeug, das die Ölwehr sozusagen beinhaltet hat, alle Gerätschaften der Ölwehr. Jetzt wird es auf mobile Containersysteme umgestellt. Es gibt dann verschiedene Fahrzeuggrößen und unterschiedliche Anordnungen. Dann der Container, die dann mit speziellen Material und Geräten bestückt sind. Mehrfach nutzen, Flexibilität, um auch auf die geänderten Einsatzsituationen dementsprechend zu reagieren. Dazu ist sozusagen ein großer Block hier im Umbruch, im Stützpunktbereich. Aber wir arbeiten auch da wieder in enger Zusammenarbeit mit dem Land. Wir überarbeiten alle Bereiche der Richtlinien im Katastrophenschutz. Ja, wir überarbeiten derzeit die Katastrophenschutzseminare 1 bis 4 in Oberösterreich. Und auch aus dieser derzeitigen Situation können wir hier vieles an Erkenntnissen mitnehmen, um auch hier uns neu aufzustellen und neu sozusagen auch dieses Ausbildungsangebot weiter auszubauen. Viele Bereiche, die uns ja beschäftigen, trotz allem, trotz der schwierigen Situationen. Der wesentliche Fokus liegt aber zu schauen, dass unsere Organisation gut durch diese Zeit kommt. Das war im letzten Jahr mit vielen Herausforderungen verbunden. Jetzt gilt es schrittweise auch trotzdem Normalitäten in den Möglichkeiten, die derzeit vorherrschen, auch zu geben. Die Feuerwehr wieder, dass sie Ausbildung und Übung vor Ort wieder machen können, dass man wieder schaut, dass das ganze Feuerwehrleben sozusagen vor allem auf der Ausbildungsecke wieder richtig in Schwung kommt. Das ist ein Kernelement und dazu braucht es Rahmenbedingungen und Sicherstellung dieser Rahmenbedingungen. Und hier sind wir alle sehr gefordert heute und in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Ja, in diesem Sinne darf ich hier meinen Part abschließen. Danke vorerst und darf unseren Herrn Landeshauptmann bitten ans Rednerpult. Sehr geehrte Damen und Herren,
das Land Oberösterreich, stellvertretend der Herr Landesrat Klinger und ich nutzen diese Bilanz des Landesfeuerwehrverbandes immer gerne, um einerseits natürlich ein großes Danke zu sagen, aber auf der anderen Seite, um auch zu versinnbildlichen und zu zeigen, wie unverzichtbar, wie wichtig die Feuerwehren sind. Wir brauchen die Feuerwehren in Oberösterreich. Wenn ich Sie auf ein kurzes Gedankenexperiment einladen darf, indem wir uns einfach um ein Jahr zurückversetzen, wie war denn das damals in der zweiten Februarhälfte am Beginn des Jahres 20? Da hat sich ganz Oberösterreich auf ein international beachtetes Großspektakel gefreut. Das Weltcup-Wochenende in Hinterstoder ist angestanden. Damals dann noch dazu mit einem Heimsieg, übrigens auch mit der Nummer 1 des jetzigen Doppelweltmeisters Griechmeier. Und das war die letzte eigentlich größere Veranstaltung, die wir in unserem Land erlebt haben. Und seither haben nicht einmal der Landesrat Klinger und ich, die eigentlich sonst uns wöchentlich bei Feuerwehranlässen, wo wir viele Leute treffen, sehen, die Gelegenheit gehabt, zum Beispiel Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr zu treffen, weil plötzlich das Zusammenkommen unmöglich geworden ist. Und das ist es nach wie vor im größeren Ausmaß. Und das möchte ich deswegen an den Beginn stellen, weil einfach in diesem Jahr ganz vieles, was uns selbstverständlich war, wo wir so viel Sicherheit hatten, unsicher geworden ist, ungewiss geworden ist. Eines ist aber sicher und gewiss geblieben, nämlich dass die Feuerwehren, die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr da sind für ihre ureigensten Aufgaben. Der Landesfeuerwehrkommandant Mayer hat ja die Bilanz gelegt. Und auch dafür da sind, was nicht planbar war, was uns alle überrascht hat, eben die großen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise und mit dem Umgang dafür. Und da möchte ich wirklich ganz besonders den Feuerwehren danken, die auf die Sekunde und ohne, dass wir alle miteinander darauf groß vorbereitet sein konnten, hier ganz wichtige Aufgaben übernommen haben. In der Logistik, Robert Mayer hat es angesprochen, all die Schutzausrüstungen, die Schutzmasken, die wir besorgt haben, unter größten Schwierigkeiten auf Weltmärkten, mussten ja dann auch vor Ort kommen, in die Schulen, in die Bildungseinrichtungen beispielsweise. Die Feuerwehr war zur Stelle. Die Krankenhäuser, auch das hast du erwähnt. Oder aber auch, wenn wir uns zurückerinnern an das große oberösterreichweite Testwochenende Mitte Dezember, wo ganz speziell auch die Feuerwehren mitgeholfen haben in der Sicherung dessen, dass dort viele Leute zusammengekommen sind, dass das reibungslos abgelaufen ist, aber noch bei vielen anderen Maßnahmen, Drive-ins und so weiter. Also man könnte natürlich sagen, die Feuerwehr hat eine gesetzliche Aufgabe, eine rechtliche Grundlage, aber ganz offensichtlich tragen die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr auch eine innere Aufgabe in sich, nämlich dass sie einfach da sind und helfen, wo sie gebraucht werden. Sozusagen, wo der Hut brennt, auch wenn der Vergleich sehr nahe liegt, aber das muss gesagt werden. Das wird von euch angenommen und dafür möchte ich herzlich danken. Und das streiche ich unter anderem auch deswegen heraus, sehr geehrte Damen und Herren, weil wir uns mittlerweile alle schon daran gewöhnt haben, dass aufgrund der Zuständigkeit der Rechtlichen in Wien diverse Dinge, die nötig sind im Umgang mit der Krise und mit der Herausforderung Corona, angekündigt oder festgelegt werden. Zum Beispiel, wir testen. Aber es bleibt eben nicht bei dieser Überschrift, sondern das muss gemacht werden. Das muss ja vor Ort passieren und geschehen. Da brauchen wir Leute, die sich drum annehmen, die das in die Hand nehmen, die das für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger organisieren. Und da gehören die Feuerwehren ganz speziell dazu, dass aus der Überschrift, dass aus der Anordnung dann wirklich auch die wirksame Maßnahme vor Ort wird. Und daher möchte ich diesen Anlass auch nutzen, dass für uns das letzte Wort, was die Impfstrategie des Bundes anlangt, noch nicht gesprochen ist. Leider ist es so, dass in der neuen Impfstrategie die Einsatzorganisation Feuerwehr nicht in der Prioritätsstufe enthalten ist, wie beispielsweise Polizei oder Bundesheer. Aus meiner Sicht sind aber zumindest Teile der Feuerwehr auch ganz zuvor das zu berücksichtigen, denn viele kommen bei einem Unfall zurecht, viele helfen mit bei unseren Gesundheitseinrichtungen und brauchen und bräuchten daher auch diesen Schutz der Impfung. Und daher bemühen wir uns nach wie vor auch beim Bund, der dafür zuständig ist, dass das knappe Impfgut auch entsprechend verteilt wird,
dass zumindest gewisse Bereiche und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Feuerwehren auch berücksichtigt werden können in einer früheren Stufe der Impfung, weil ich einfach glaube, dass das auch nötig ist, um die Sicherheit derer, die da für uns tätig sind, auch zu gewährleisten. Ich danke noch einmal sehr, sehr herzlich auch für die gute Kooperation, für die Abwicklung vieler, vieler Aufgaben. Und wir freuen uns, glaube ich, alle darauf, dass auch die Zusatzaufgaben die Feuerwehren übernehmen, nämlich im Sinne des gesellschaftlichen Zusammenkommens, dass die auch bald wieder erlebbar werden. Der Herr Landesfeuerwehrkommandant hat das als Einnahmequellen der Feuerwehren tituliert. Das sind sie natürlich. Aber für unsere Gesellschaft, für unsere Land sind die Festivitäten, die auch zu unserem Leben gehören, die ganz oft von den Feuerwehren organisiert werden, auch wichtige Momente des Zusammenhalts unserer Bevölkerung. Und das werden wir auch ganz dringend brauchen, wenn wir aus dieser Krise auch wieder stark herauskommen wollen. Und daher setze ich darauf, dass das auch bald wieder funktionieren wird. Ein herzliches Dankeschön und vor allem auch viel Sicherheit. Ihr sorgt für unsere Sicherheit. Daher sollen alle, die die Feuerwehren tragen und gestalten, auch hoffentlich immer wieder sicher von ihren Einsätzen zurückkommen. Vielen herzlichen Dank, Herr Landeshauptmann. Ja, ich denke, gesellschaftlicher Wert der Feuerwehr ist auch unumstritten. Wir leben ihn auch und wir brauchen ihn auch. Er ist ein wesentliches Stück unserer Organisation. Ja, ich darf nun überleiten und darf den Herrn Landesrat Wolfgang Klinger bitten zum Mikrofon. Ja, einen schönen Vormittag auch von meiner Seite, Herr Landeshauptmann, die Kommandozentrale der Oberösterreichischen Feuerwehr, sehr geehrte Damen und Herren Journalisten. Ja, wir haben sehr viele Zahlen und Daten und Fakten jetzt gehört und es ist auch ganz klar, dass die Feuerwehr in Oberösterreich funktioniert und auch zu funktionieren hat, wie überhaupt in einer Gesellschaft, eine Gesellschaft immer nur so stark ist, wie sie von Menschen eben auch, die bereit sind, mehr zu leisten, als das Gewöhnliche getragen werden kann. Ich glaube, man kann das Thema Corona einfach nicht auslassen. Man muss darüber sprechen, was in den Feuerwehren überhaupt passiert ist durch diese Corona-Pandemie. Der Herr Landesfeuerwehrkommandant hat schon gesagt, von der Ausbildung angefangen bis letztendlich der Finanzierung der ganzen GEP-Geräte und Fahrzeuge es wahrscheinlich zukünftig Probleme geben wird, wenn wir diese Pandemie nicht schnellstens in den Griff bekommen. Und wir haben schon gehört, dass gerade bei den Jugendlichen, wo es ja praktisch im ganzen Land einen Riesenbewerb gibt, wer kriegt die Jugendlichen? Die Fußballvereine, die Feuerwehren, die Musikkapellen, alle brauchen die Jugendlichen. Und da haben wir ganz gewaltig einen Einbruch mitmachen müssen. Nicht nur wir, auch alle anderen. Das heißt aber auch, die Menschen, die zukünftig bereit sind, diese Gesellschaft zu tragen, müssen sich auch darauf verlassen können, dass Jugend wieder herangeführt wird an die Feuerwehr, an unsere Feuerwehr, die die Weltbeste ist. Und ich sage das immer wieder dazu, unsere Feuerwehren sind das Rückgrat und der am besten funktionierende Zivilschutz. Das ist schon angesprochen worden, die ganzen Einbrüche der Festivitäten. Und ich darf nur mal gratulieren zu der Erstellung des GEPS oder dieser Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung, die ja nicht einfach gewesen ist. Ich habe selber in meinem Ort 5 Feuerwehren und ich weiß, wie intensiv die Diskussionen gewesen sind. Und es gibt da immer nur ein paar Diskussionsstellen, sage ich, wo wir noch ein bisschen nachschärfen müssen. Aber es hat einmal eines bewirkt, dass wir über diese GEP ein Sicherheitssystem installiert haben, wo nicht jeder dann zum Landesrat reinhaben müssen und sagt, ich brauche das und ich brauche das, sondern was getragen über Gemeinderatsbeschlüsse von allen klargestellt wurden, dass wir für die Sicherung der Feuerwehren in Zukunft das und jenes eben brauchen werden. Und wie überhaupt ist es so, wenn man an so einer großen Organisation wie der Feuerwehr Oberösterreich vorsteht, hat man als erstes eines zu tun. Schauen in die Zukunft, was werden die Probleme sein, die auf uns zutreffen. Und wie ich von Wien nach Linz gekommen bin, als Wirtschaftssprecher meiner Partei hier nach Linz, da habe ich schon und auch aus der Feuerwehrtätigkeit bei mir zu Hause in Erfahrung gebracht, dass wir ein ganz großes Problem haben werden in Zukunft, nämlich wir haben die besten Fahrzeuge, Rüstlöschfahrzeuge, die wir zur Verfügung stellen, aber es gibt ein Problem bei den C-Fahrern in Zukunft.
Und wir haben, und da möchte ich Danke sagen, auch bei dir, Herr Landeshauptmann, für die Finanzierung letztendlich diese Probleme rechtzeitig erkannt. Wir haben die Maßnahmen dazu getroffen, das umzusetzen. Wir haben weniger als innerhalb von einem Jahr diesen C-Führerschein für die Feuerwehren durchgebracht. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Instrumentarium auch dazu, die GEP, die Gefahrenabwehr und Entwicklungsplanung in Zukunft absichern zu können. Ja, wie gehört, alle Zahlen, Daten und Fakten sprechen nur dafür, dass man Danke sagen muss. Danke für alles Geleistete, was unsere Feuerwehren 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag bei jeder Witterung zu leisten imstande ist. Ich glaube, das ist ein sehr hohes Gut. Da sind wir alle gefordert, das auch in Zukunft zu erhalten. Und in diesem Sinn wünsche ich mir ein kräftiges Glück auf auch für die Feuerwehren. Herzlichen Dank, Herr Landesrat. Ja, wir dürfen nun das Wort an Sie übergeben und dürfen Sie einladen, Fragen zu stellen. Wir werden das sozusagen im Abwechseln, je nachdem, an wen die Frage gerichtet ist, machen wir einen kurzen Wechsel immer hier zum Pult. Bitte. Das lasse ich. 80% der Stunden waren nicht möglich, dafür aufzuwenden. Ein Eurobetrag in dem Sinn kann ich Ihnen nicht nennen, weil wir haben das sozusagen nicht erfragt bei den Feuerwehren. Aber es waren wir haben in etwa so eine Zahl, dass wir ca. rund 14 Millionen Euro werden jährlich von den Feuerwehren in das Feuerwehrsystem sozusagen hineingespült. Ja, und da in etwa bewegen wir uns bei weitem nicht, weil die ganze Einnahme in diesem Jahr ausgefallen ist. Rücklagen haben manche Feuerwehren natürlich, klar, und auf die baut man, weil man ja auch vorbereitet für diverse Investitionen. Eben Planungssicherheit braucht ja auch die Feuerwehr als solches, wenn beispielsweise ein Feuerwehrfahrzeug ansteht und sie dort einen Eigenmittelbeitrag leisten muss, dann muss sie auch entsprechend ansparen für das Ganze. Aber für viele ist es auch ein Teil des laufenden Betriebes und dort braucht es sehr wohl jetzt die Unterstützung der Gemeinden, weil diese Einnahme ist teilweise bis zu 100% weggefallen. Das kann man so sagen, ja. Herr Landeshauptmann, Sie sind angesprochen worden vom Landesfeuerwehrkommandanten zum Thema NPO-Fonds. Das muss natürlich in Wien entschieden werden, aber Sie haben ja da Kontakte. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Ja, das ist wie bei allen Hilfsmaßnahmen, die die Bundesregierung setzt. Gestern ist ja zum Beispiel die Kurzarbeit wieder verlängert worden. Solange uns Corona so fordert und solange zum Beispiel auch gewisse Lockdown-Maßnahmen ja verlängert worden sind, ist es aus meiner Sicht auch klar, dass die Unterstützungen auch laufen müssen, weil sich ja die Herausforderungen dadurch nicht ändern. Und ich gehe auch davon aus, dass wir Schritt für Schritt, zumindest solange uns Corona noch plagt, auch diese Unterstützungen haben werden und bekommen werden. Und Sie werden in Wien dafür eintreten? Ja, sehr klar. Wir treffen uns ja regelmäßig. Gibt es weitere Fragen? Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für Ihr Kommen. Ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Danke aber auch für Ihre Unterstützung, die Sie über das gesamte Jahr mit Ihren Berichten über die Feuerwehr machen. Das ist für uns auch etwas ganz Wesentliches, dass Sie hier für uns wirklich sehr, sehr viel Positives nach außen tragen. Dafür bedanken wir uns sehr, sehr herzlich. Danke nochmals, Herr Landeshauptmann, Herr Landesrat, für das heutige Kommen, das Dabeisein an dieser Jahrespressekonferenz, vor allem aber für die gute und konstruktive Zusammenarbeit in den vielen Berührungspunkten, die wir letztendlich auch haben. Und es ist unser gemeinsames Bestreben für uns. Und ich habe es schon heute erwähnt, Feuerwehr ist eine Gemeinschaftsinitiative und als solche müssen wir uns intensiv auch für die nächste Woche und Monate bemühen, dass die Organisation auch gut durch diese Zeit weiterhin kommt. Persönlich
sehe ich es aber zuversichtlich und wir gehen mit guter Stimmung in die nächsten Wochen und Monate mit eher einer sehr positiven Aufbruchstimmung jetzt für uns. Und ich schaue bewusst nochmal auf meine zwei Kollegen. Wir haben viele Bereiche gemeinsam mit den Bezirkskommandanten schon aufgegleist, Strategien, die wir entwickeln, also wo wir schon sehr konkret auch die nächste Zeit planen, wo die Reise hingeht, damit wir eben genau auf die heute angesprochenen Schwierigkeiten reagieren können und uns hier wiederum gut aufstellen können. Eines, und das wird auch in der Zukunft so sichergestellt sein, die Einsatzbereitschaft der oberösterreichischen Feuerwehren ist zu jeder Zeit gewährleistet. Da brauchen sich die Bürgerinnen und Bürger keine Sorgen darüber zu machen. Wir rücken aus, wann unsere Hilfe gebraucht wird, professionell 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Dafür gilt unser flächendeckendes Feuerwehrnetz, auf das ich persönlich sehr, sehr stolz bin. Gemeinsam im Einsatz für Oberösterreich ist unser Slogan und mit dem möchte ich diese Pressekonferenz schließen. Bedanke mich nochmals sehr herzlich für Ihr Erscheinen. Dankeschön.